Wo gehst du denn hin? Du kannst es schaffen. Ja, nee, schau ich nicht. Luft! Mehr Luft! Alter, verrick den hier. Gibt's doch nicht. So, schon Licht hier. Lässt sich besser kämpfen. Machen wir's so. Ja! Aber das ist doch hier haben wir jetzt wieder den Perlenstein hier. Links, du rechts? Ja, klar. Du bist rechts! Ich bin immer rechts! Das können jetzt bestimmt wieder viele Leute falsch verstehen. Naja, wollen sie doch. Wir sind rechts. So, jetzt mal hier. Jüde. Danke, danke. Ja, so an alle, die es jetzt ernsthaft glauben, dass ich nicht wirklich rechts. Nicht? Nein. Oh. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Morgens sind wir wieder links, heute sind wir rechts. Wenn es nach den Amis geht, sind wir sowieso alle rechts. Morgens gehen wir nach vorn. Dabei gibt es Länder, die durchaus rassistischer sind als wir. Nein! Doch! Ist ja auch immer schon komisch, dass wir halt immer in jedem Land halt erstmal als halt die Rechten abgestempelt werden. Mhm. Auch weil wir ja gar nicht mehr rechts sind, beziehungsweise halt sich immer noch alles hier in Fachwerkhäusern und so aussieht. Alles wie Bayern. Alles muss wie Bayern aussehen, ganz genau. Sonst ist es kein Deutschland. Brennst, ich auch. Passiert. Ist aufgefallen, dass wir immer noch keinen Adamantit gefunden haben. Nee, auch kein Mithril. Und auch kein Mithril. Aber noch bietet diese Höhle ja einiges und da wäre fast der Boulder auf uns drauf gefallen. Wurf dich! Okay, dann wieder nur auf mich. Bin also super klar. Ausgewichen. Klar, du mit deinen aber auch hohen nichts. Ausweichskills. Ja. Ah. Nicht besitzt. Nee. Ich folge dir. Ja nicht mal Überlebensskills. Das ist schlecht. Warum ist hier eigentlich nichts? Ich verstehe es auch nicht. So viel abgebaut. Müsste doch eigentlich alles voll sein. Also Adamantit habe ich halt viel in der Hölle gefunden, so am Rande sozusagen, an der Decke. Ah. Vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen rumgeistern. Ja, aber ich kann es ja nicht. Ach doch, kann ich mir ein Mithril-Ding bauen? Weiß nicht, vielleicht. Nein. So nicht. Weil genau 3 fehlen. Weil. Sind noch ein paar Erze oder so. Ich gucke gerade. Muss hier sowieso wieder durchstecken. 5 Erze. Die könnten wir doch noch zu einem zusammenbasteln. Leider bringt uns das immer noch nicht weiter, aber einer müsste da rauskommen. Genau. Aber 14. Und 15 brauchst du oder was? Glaube. Gibt's eigentlich eine Taste für den Quickstack? Nee. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht. Das wird die ganze Sache schon ein bisschen erleichtern. La la la, dann gehe ich doch ein bisschen nach rechts. Schon wieder. Einfach so. Mal nach rechts. Vorhin bin ich nach links gegangen. Ja, aber jetzt gehst du nach rechts. Ja. Einfach mal so. Einfach mal so. Warum? Weil ich es kann. Das ist eine gute Begründung. Ja. Ich hab mir gedacht, dass dir die gefällt. Ich habe nicht gesagt, dass sie mir gefällt. Ich sagte nur, sie ist gut. Ja. Also gefällt sie dir? Nein, nicht unbedingt. Ah. So. Und du bist ja schon in der Höhle drin, ja? Ja. Alter, jetzt habe ich hier bei mir hier so ein Real Life, so ein Trompeten-Peter.
Ein Trompetenpeter. Ja, ja, so ein Typ halt, der auf der Trompete rumblasen muss. Und der nervt hier jetzt gerade. Ich höre nichts. Ist auch gut so. Also man wird ihn wahrscheinlich auch nicht durchs Mikro hören, weil er halt noch ein bisschen weit entfernt ist, aber er nervt mich. Was trompetet er denn so? Ich habe keine Ahnung, ich erkenne es ja nicht mal. Oh. Ja. Macht er Lewis nach? Nein. Nicht? So improvisatorisch ist er nicht. Ist sein Nachbar oder was ist das? Ich glaube. Oder Straßenmusiker. Nee, schon wahrscheinlich hier so irgendwas aus der Nachbarschaft. Hm. Sowieso merke ich jetzt wieder, weißt du, kaum ist Sommer, sind die anderen Nachbarn wieder mal lauter. Und zwar so extrem laut. Nicht nur so ein bisschen, nein, die müssen dann hier fett Party machen und sowas, weißt du, mitten in der Woche. Ja, was soll ich denn sagen bei meinem Studentenwohnheim? Ja, das ist Studentenwohnheim. Jeden Tag Party. Hier ist nix, wir können weiter. Schnell mal gucken. Oh. Noch mehr Kobalt. Wir sind einfach noch zu hoch für Dingens. Wir müssen runter auf die Steinebene, sonst wird das nichts. Ja, gute Idee. Ich werfe ihn einfach mit Leuchtstäbchen tot. Klar. Ach. Kannst mich mal aufhalten? Danke. Au. Sollst du dich aufhalten, sollst mich aufhalten. Wir versuchen jetzt nur das Geräusch nachzumachen. Klappt aber nicht, weil ich ja nur eine Hand frei habe und mit der anderen hier gerade drücken muss. Aber ist zumindest schön, dass Yay! Ist das das, was ich glaube? Was? Eine von diesen Dämonenstatuen-Statue? Keine Ahnung. Was und haben wir denn hier? Was haben wir hier? Band of Regeneration, Silber Coins, Night Old Potion, 20 Fackeln. Nehme ich mit. Ja. Ich baue die Teile hier mal ab. Ein Corruption-Stahl. Und eine Pickaxe. Ist auch super. Statue. So. Brauche ich nicht. Muss mal kurz ein paar Sachen löschen. Damit ich jetzt habe. So was aber auch. Ist wieder Wasser. Ich mag das nicht. Wasser ist eine Kacke. Hui! Ich bin das Schnellste im Buddeln, yeah! Ja, aber du buddelst dich nur nach rechts und ich buddel mich schon in die Tiefe. Ja, ich buddel mich auch gleich in die Tiefe, halt nur ein paar Strecken weiter. Warum, weiß ich auch nicht, aber... Mal sehen. Du hast ja auch immer noch mein Mithrilbohrer. Ja, hab ich mir ehrlich erklaut. Nicht? Ja, dein Let's Play. Genau. Ich bin ja nur Praktikant und habe sowieso keinen Besitz. Richtig. Ganz genau so sieht es aus. Wenigstens einer, der es erkennt. Na, kommst du jetzt hier mit runter? Ich komme hier runter. Ich bin noch viel weiter als du. Ja, aber so habe ich auch noch mal eine Chance, auf Mithril zu treffen oder sowas. Hm. Was bringt, bezweifle ich mal, ne? Aber... Naja, man kann es versuchen. Hm. Ich? Naja, probier du mal. Weiter mich wegbuddeln, weil hier schon wieder Wasser kommt. Das finde ich immer nervig halt. Dass immer dieses Wasser da ist, ja? Ja, dass du halt das Wasser so in Minecraft wie in Minecraft nicht einfach zubauen oder abbauen kannst, ne? So dass du halt dann da in Ruhe weiter bohren kannst. So. Ja, manchmal würde man sich ein paar Features aus Minecraft hier wünschen, aber manchmal finde ich auch umgekehrt. Beispielsweise finde ich es hier schön, weißt du, dann machst du einfach ein Loch im Boden und das Wasser fließt komplett ab. Manchmal würde ich mir das auch in Minecraft wünschen. Oh. Und manchmal denke ich auch, das funktioniert in Minecraft. Und dann stelle ich immer fest. Dann Lichter voll. Herzcontainer! Ja. Nicht? Nee. Oh. Ach, was willst du denn hier? Yay! Yeah. So, jetzt reicht's für die Rüstung. Meinst du? Ja.
Gut, dann brauchst du ja nur noch Zeug für... Ja, ich brauche immer noch Mithril, um halt ein Rohr zu bauen. Ja, wir kommen jetzt auch auf die Steinebene, beziehungsweise du bist ja da schon. Ich bin da schon. Um nochmal meine Theorie zu bestätigen, die ich ja nachgelesen habe. Du selbst aufgestellt hast? Nein, ich nachgelesen habe. Ja, als selbst meine Theorie verkaufe. Ist doch selbst aufgestellt. Nein? Nein. Ich wollte einfach Internet lesen und als eigene Meinung verkaufen. So wie wenn Leute ihre Meisterarbeit da von Wikipedia einfach abschreiben. So ungefähr, ja. Genau. Obwohl, find ich heute häufig so im Gespräch halt, ne, manchmal, dass Leute das eher googeln und dann halt dir dann sagen und dann versuchen, dir weiszumachen, wie toll sie doch sind. Ist mir schon aufgefallen, dass das Leute machen. Als sie darauf angesprochen haben, so, kam dann einer, machen das nicht alle so? Doch, können wir schon. Sie wollen ja auch beweisen, dass sie ganz toll googeln können. Ja. Ne? Wahnsinn. Toll, du hast gegoogelt. GZ. Na gut, damit sind sie einigen Menschen weitaus voraus, ne? Ja, aber ne, es ist kein Allgemein. Ich finde, das kannst du dann aber auch nicht als Allgemeinwissen zählen mehr. Nee, natürlich halt, ne? Nicht. Ja, aber das versuchen sie dir ja weiß zu machen. Die sind ja auch doof manchmal. Ja. Es ist wieder viel zu dunkel. Mir scheint jetzt nicht mehr die Sonne hier auf meinem Bildschirm. Ich blicke gerade die ganze Zeit voll aufs Maul. Wasser ab. Nee, muss man mal wieder absetzen und wieder nach links graben. Tue ich hier auch. Oh, schon wieder Golbert. Keine Zubats mehr. Nee. Mithril! Ich habe hier noch nichts derartiges getroffen. Ich treffe nur auf Stein. Erde. Ja. Aber mir gefällt es, dass man so schnell mit dem Bohrer hier buddeln kann. Ja. Das ist sogar eine relativ große Ader hier. Sehr schön. Relativ groß ist nicht groß genug. Nee. Was ist das da hinten? Tod und Verderben? Aber eine Statue. Ist auch fast tot und verderben. Irgendwie komisch aus. Und ich bin in der Corruption. Na dann grüß mir die Corruption. Hey Corruption, ich soll dich grüßen. Gruß zurück! Ich soll dich zurückgrüßen. Ja. Das sind meine Soundeffekte für die Corruption. Naja. Die Corruption fragt übrigens, warum du sie nicht mehr so oft versuchst. Warum hast du nicht angerufen? Genau. Alter, diese radioaktive Qualle hier versucht hier aus dem Wasser rauszuspringen. Ist es denn wahr? Hatten die vorhin auch schon probiert. Fällt mir jetzt erst auf. Bohr mich da jetzt mal so, da Statue dahin. Einfach nur, damit wir wieder was haben, was wir in unsere Wohnung da stellen können, genau. Ich würde hier fleißig weiter. Schön durch den ebenen Steinblock hier. Ja, so ein Wurm. Aber sonst eigentlich... toll. Ich wollte doch das Wasser nicht freisetzen. Was habe ich getan? Ich habe das Wasser freigesetzt. Oh, wieso machst du denn sowas? Weil ich mit dem Bohrer immer noch nicht so dolle umgehen kann. Ich auch nicht. Oh, 110 mit einem Schlag ist schon. Kann man akzeptieren. Da, Recke, Skelett. Oh. So, weg damit. So, was bist du jetzt eigentlich? Ich bin ein Mammut. Eine Gargoyle-Statue. Nein. Doch. Hammer. Gargoyles in diesem Weiß nicht. Glaube nicht. Ja, doch, wenn es davon eine Statue gibt. Das ist auch eigentlich. Es gibt auch die Zelda-Verkleidung, also Link-Verkleidung in dem Fall. Und es gibt auch nicht Link im Spiel. Vielleicht doch. Nein. Doch, das noch nie, neu. Nur nicht getroffen. Oh, Mithril! Mithril! Aber nur oder 5 Erze hier. Herzcontainer. Und mal wieder kein Inventarplatz. Und immer wenn du ihn triffst, dann kommt seine Tiefenmelodie. Die. Nein? Ja. Wäre aber cool. Ja.
Aber dazu müssten sie die Rechte haben und das haben sie nicht. Das muss ich. Oh. Ist ja so schlimm genug, dass hier die Macher von dieser Final Fantasy Serie ihre Serie nicht machen dürfen. Ja, aber es ist halt Copyright, ne? Ja. Wenn die sagen nein, ist schlecht. Ja, schade finde ich es halt trotzdem. Dass sie da überhaupt nicht so kulant sind zu ihren Fans, weil sie da irgendwas versuchen, so großartig, so professionell mit halbwegs professionellen Schauspielern auf die Beine zu stellen.